Wie messe ich eigentlich den Erfolg oder die Kompetenz eines Politikers? Also ich verstehe das bei vielen Sachen, aber das verstehe ich bis heute noch nicht. Also woher... Kann man. Also je nach Bereich. Zum Beispiel nehmen wir die Performance, wirtschaftliche Performance des Saarlands. Mhm. Und es war ja mal eine sehr aufstrebende Region, war durchaus gut situiert. Und man sieht diesen Werteverfall wirtschaftlich. Also da wurde einfach unvorstellbar schlecht gewirtschaftet. Das ist nicht nur La Fontaine, das sind andere Generationen. Oder nehme die deutschen Städte, die ein ausgeglichenes Haushaltsbudget haben. Die gibt es tatsächlich, die gut wirtschaften, die geringe Arbeitslosigkeit haben, die ein sehr überdurchschnittlich gutes Bildungswesen haben, die überdurchschnittlich gut wachsen im Vergleich zu den anderen Bundesländern. Verstehe. Die wehren sich natürlich, da so viele Underperformer sind, wollen die gar nicht auf so eine sachliche Diskussion eingehen. Ja? Für mich ist entscheidend, du sagtest das Kennwort Erfolg. Bei uns ist es so, dass laut OECD-Statistiken es 6. Generation dauert, bis jemand aus der wirtschaftlichen Unterschicht in die mittlere Oberschicht kommt. Wie viele Generationen? 6 Generationen. 6. Das sind eigentlich 120 Jahre. Man kann die Zahl auch noch mal kurz drehen und sagen, die Chance, dass du das schaffst, ist 1/6. So kann man es auch sehen. Ja? Also 16,66%, 667%. Das ist nicht gut. Ja? Wir sind da, da gibt es einige zentralamerikanische Länder, also sehr arme Länder oder Karibisch, die sind besser. Ist das ein relatives Maß oder ist das ein absolutes Maß? Also ist das so, dass quasi ich zwangsläufig immer jemanden unten haben muss? Oder sagst du, nee, das ist jetzt eine Armutsgrenze, die ab x Euro Realeinkommen... Nein, das ist absolut, weil wir nehmen im besten Fall einige skandinavische Länder. Das ist einfach die soziale oder die wirtschaftliche Mobilität, wird immer nach denselben Mustern berechnet. Und da, wie hoch ist die in Deutschland im Vergleich zum Rest? Also wir brauchen 6 Generationen. Es gibt Länder, da braucht man 9. Oh, wo ist das? Ja, das wirst erschrecken, aber Amerika ist ungefähr bei 7,8. Amerika, das Land der großen Opportunitäten, ist noch schlechter als wir. Boah, ich finde dieses Maß an soziale Mobilität zu messen, ist schon krass interessant. Je weniger Bewegung, desto beschissener. Genau, und dann kommst du wieder auf den Bildungsdreh und es geht ja nicht, dass wir alle gleich sind. Wer performt am besten? Die skandinavischen Länder. Die sind ungefähr bei 3 und 4. Also das ist Weltspiegel ist das natürlich weltmeisterlich. Wir sind so eher so dritte Bundesliga oder Regionalliga weltweit damit. Aber wieso, was ich nicht verstehe ist, wieso gucke ich mir nicht einfach an, was Gesellschaften ausmacht, die sehr gut performen und kopiere deren Modelle und iteriere die weiter? Lass uns doch einfach über in das Politikerversagen gehen. Wir haben 194 Länder. Ich nehme mir die besten Ausbildungsmodule wahrscheinlich aus Korea, Hongkong, Taiwan, gemischt mit den skandinavischen und kanadischen. Was die soziale Mobilität betrifft, auch die Gleichgerechtigkeit der Gender, da ist Skandinavien führend. Haushalt, wie ich meine Wirtschaftsleistung darstelle, kann ich ruhig mal mit dem linken Auge auf Vietnam schauen, die sich unvorstellbar stabil und gut entwickeln, ohne soziale Unruhen, ohne diese furchtbaren, das heißt Gini-Koeffizienten, diese Ungerechtigkeit beim Vermögen und beim Einkommen. Das ist genau der Ansatz. Das nennt sich, es gibt so einen Begriff dafür, Tim, der heißt BIP, Best Industry Practice. Und das ist ein Begriff, fragen wir doch mal 100 Politiker, dass sie uns den definieren und anhand von Beispielen darstellen. Und du wirst einen großen, leeren Blick bekommen. Weil der durchschnittliche IQ der Politiker ist nicht in allen Fällen deutlich überdurchschnittlich. Wenn ich gut reden kann, heißt das nicht... Du bist verrückt, ich weiß nicht. Okay. Wenn ich gut reden kann, heißt das noch lange nicht, dass ich gut umsetzen kann. Ja? Und die Leistung wird nicht bemessen. Aber sie ist leicht zu bemessen, Tim. Ja, krass. Ja? Aber woran liegt das? Also ich meine, das Schöne an Imitation, also Imitation, also ich komme jetzt aus der Biologie, Imitation ist ja der schönste, sag ich mal, Intelligenzüberbrückungsmechanismus, den wir haben, weil ich muss ja gar nicht verstehen, ich sehe, das funktioniert, also mache ich es einfach nach. Also wir sehen dann, sag ich mal, ein Stolzgeficke, nenne ich das jetzt mal, weil es halt nicht unserer Originalität entspringt, aber wir sehen es ja in China. Also aber ganz kurz, ne? Also das, was die Chinesen heute machen, das hat Deutschland früher gemacht. Genau. Also das ist ja auch eine Zyklik in den Sachen. Ist nichts Neues. Weil Sie haben es teilweise von uns, Leute. Das heißt MK Ultra unter anderem. In der Breite, ja. Aber wieso gestehen wir uns das nicht ein, haben ein wenig Demut und sagen, ey, es gibt Orte auf dieser Welt, da funktioniert das besser
und lassen diesen ganzen, das ist jetzt leicht zu sagen aus meiner Perspektive, ne? Warum machen wir das nicht einfach so, damit alles besser? Aber das ist doch schon, sage ich mal, ein relativ einfach verständlicher, solider Weg, also zu sagen, was sind die KPIs, ich rank order die und guck, wo es am besten und mach's nach. Pass auf, ich würde jetzt meine Frau zitieren, wenn ich das selber sagen würde, wäre das zum Beispiel kopiert. Ja. Das ist wahrscheinlich eine gewisse Potenzierung der Narzissten, Soziopathen, Psychopathendichte, der selbstgefälligen vieler Freien in der Gesellschaft. Die war wahrscheinlich viel niedriger, also das war mehr Demut und jetzt finden sich alle ganz toll, ja, und können keine Fehler eingestehen. Interessant. Ja, und wenn du keine Fehler eingestehen kannst, dann hast du keine Lernkurve. Also wirst du wieder in der Sklerose landen, die ich vorher angesprochen habe, und in der Bestandhaltersituation. Die Bestandhaltersituation ist der Tod auf Raten. Mhm. Also diese ganzen Kreise, die schließen sich und ergeben unvorstellbar viel Sinn. Aber gleichzeitig, wenn alle anderen sklerotisieren, was passiert mit denen, die es nicht tun? Das sind die neuen Macher der Zukunft. Mhm. Wenn die anderen pennen, ja, seid doch nicht unglücklich darüber. Wenn sie euch das Leben schwer machen oder schmerzen wollen mit ihrer Behäbigkeit, dann sind die schon komplett verfettet hier oben und im Körper. Dadurch ergibt sich die beste Chance aller Zeiten, wenn ich es will. Ja, das ist schon verrückt. Also ich kann das nur unterschreiben. Ich finde es nur, extrem frustrierend, dass halt zum Beispiel Selbstgefälligkeit an der Spitze, ich will das jetzt auch nicht so generalisieren, ich glaube auch, dass viele Leute das selber gar nicht verstehen, die diese Probleme haben. Ich muss mal kurz reinschneiden. Ja? Wie kann das überhaupt entstehen? Das passiert nicht von einem Tag auf den anderen. Aber ist das nicht auch typisch, dass sowas entsteht? Natürlich ist das typisch. Das ist immer die Spätphase von abgenutzten, sklerotisierten Gesellschaften. Aber nehmen wir doch mal den Demokratieprozess. Wer hat denn Ursula von der Leyen bitte gewählt als mächtigste Person innerhalb der EU? Das war ein Shake-and-Bake-Deal mit Macron und Merkel. Gewählt für den Posten war ein Herr Weber von der CSU, glaube ich. Mhm. Wie viele Entscheidungen werden mittlerweile getroffen von Menschen in der Weltgesundheitsorganisation oder in der Zentralbank, im Weltwirtschaftsforum, die überhaupt nicht gewählt sind? Also die Machtgeilen, die noch mehr Macht haben wollen, und die anderen, die ihre Macht halten wollen und auch nicht relativ weniger haben wollen, die sind immer daran interessiert, den Menschen aus diese Demokratie letztlich zu verhindern. Weil das wäre ja schlimm. Stell mal vor, unsere 1,5 Millionen Follower würden sagen, wir würden sagen, genug. Ja, ja, ja. Und es gibt noch 10 andere. Du hast ja mit Christian Lindner gesprochen. Mhm. War interessant für mich, das zu sehen. Und dann gibt es noch 10 weitere. Auf einmal stehen da 15 Millionen potenzielle Wähler. Change, Showtime, authentisch, richtig, ehrlich, kein Blatt vor den Mund, keine Verblödungskampagne. Und es ist möglich, dass das passiert, Tim, in den nächsten 2, 3, 4 Jahren. Weil es wird so eingepeitscht auf die Leute, die werden so belogen. Ja, also die Unzufriedenheit wird nicht weniger. Genau, und dadurch entwickelt sich auch wieder eine Chance. Sonst würden wir ja, hätten wir das Rad nicht erfunden, okay, irgendwann. Klar. Ja? Aber passiv geht nicht. Dumm sein und die Augen zuzumachen wie so ein Pferd mit Scheuklappen, das geht nicht. Dann seid ihr auch schon tot. Ihr seid Opfer und ihr seid nicht agierend. Was ich immer so eine funny Statistik fand, ich glaube, 4% der Bevölkerung reichen organisiert, um den Staat zu putschen. Also jetzt nicht das, ne, jetzt sollen wir keine Putschgedanken in den Mund legen. Ich finde es also aus diesem Machterhaltungs... Du, in Russland waren es 40 Bolschewiki, es waren 40 Menschen. Ja.